Schwester schreibt, liebes wahre Religion-Team, bitte hilft mir. Ich habe Angst, den Faden zu meinem Glauben wieder zu verlieren. Ich bin eine 16-jährige Muslima, Alhamdulillah. Von zu Hause aus durfte ich immer alles machen, was ich wollte, so wie auch Alkohol trinken, Freund haben. Alkohol trinken und Freund haben. Durfte sie vorher oder darf sie in ihrer Familie haben. Doch vor 6 Monaten habe ich angefangen, mich zu bedecken, Alhamdulillah. Soweit es geht, dem Pflichtgebet nachzugehen, den Koran zu lesen und zu lernen. Ich liebe Allah vom ganzen Herzen. Doch vor 2 Tagen habe ich wieder Alkohol getrunken. Oh, ich schäme mich. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Immer kommt der Scheitan zu mir und will, dass ich Sünden begehe. Ich kann meist dagegen anstreben, aber vor 2 Tagen ging das nicht. Also Alhamdulillah, dass Allah sie richtig geleitet hat. Aber sie ist aufgewachsen in einer Familie, wo sie Alkohol trinken darf und wo sie auch einen Freund haben darf. Das ist das Ergebnis Deutschland. Das ist das Ergebnis des Aufenthalts in Deutschland. Wallahi, das ist eine Tatsache. Und viele Leute, die das hören, die werden mir auch recht geben. Aber uns geht es an der ersten Stelle, unserer Schwester zu helfen. Alhamdulillah. Warum passiert ihr sowas? Es passiert ihr sowas, und das kann uns allen passieren. Es gibt keiner, der für uns jetzt stark genug ist, um zu behaupten, er wäre sündenfrei. Wir machen alle Sünden. Und Allah sagt in einem heiligen Hadith, sinngemäß, wenn ihr keine Sünden begeht, ich werde euch ausradieren und neue Menschen erschaffen, die Sünden begehen, damit sie mir um Vergebung bitten. Alhamdulillah. Das ist der Allverzeihend, der Barmherzigen. Jeder von uns hat 3 Feinde. Der Scheitan. Was macht der Scheitan? Was macht er? Es steht im Koran. Allah sagt im Koran in der Sure 7, Vers 16: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Iblis sagte: Darum, dass du mich hast abbieren lassen, will ich ihnen gewiss auf deinen geraden Weg auflauern. Was macht Iblis? Er hat versprochen, uns auf den geraden Weg aufzulauern, zu sitzen. Wo ist der gerade Weg? Hier, der Koran. Sobald du den Koran öffnest und willst du lesen, der kommt automatisch und sagt dir, geh ein bisschen spielen draußen, mach den Fernseher an. Du darfst nicht Extremist werden. Du kannst morgen auch den Koran lesen. Wenn man jetzt zur Moschee geht, was macht er? Der sitzt auf dem Weg und der versucht dich abzuhalten. Er versucht immer eine Umleitung zu machen. Er steht im Weg und macht immer eine Umleitung. Umleitung in die Kneipe. Umleitung zur Spielhalle. Umleitung zum Café. Umleitung ins Kino. Das hat Allah uns im Koran informiert. Ich werde
auf den, deinen geraden Weg sitzen. Sitzen. Was heißt sitzen? Er sitzt und wartet auf dich. Du siehst ihn nicht, aber der sitzt unterwegs. Das ist dein Feind. Nummer zwei. Wenn du zum Beispiel anfangen willst zu spenden, wer kommt zu dir und sagt, ach, das sind Betrüger. Du weißt gar nicht, wohin das Geld geht. Du brauchst nicht zu spenden. Er will nicht, dass du spendest. Wenn du zum Beispiel im Gebet bist, sobald du sagst, Allahu Akbar, dann kommt er. Kommt er und erinnert dich an deinen Kochtopf auf dem Herd oder dass du eine Rechnung vergessen hast zu zahlen oder dass du eine Mahnung bekommen hast oder dass du einen Termin verpasst hast. Er versucht zu flüstern, damit du von deinem Gebet nichts mitnimmst an Lohn. Das ist der Sitz auf dem geraden Weg. Und sein höchstes Ziel ist oder besteht aus zwei Punkten. Dich abzuhalten und mich abzuhalten und jeden Muslim abzuhalten, gute Taten zu verrichten. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, dir Schlechtes zu befehlen und das für dich auszuschmücken. Das ist sein Ziel. Also dich abhalten, Gutes zu tun und dir zu befehlen, Schlechtes zu tun und das, was schlecht ist, auszuschmücken, damit du das schön findest. Dann sagt er weiter, ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولتجدن أكثرهم شاكرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Er sagte, ich will über sie von vorne, von hinten, von rechts, von links, schaut mal, von hinten, von vorne, von rechts, von links, und du wirst, also Iblis sprach zu Allah, und der verspricht, und du wirst die Mehrzahl von ihnen nicht dankbar finden. Und wir sehen, wie viele Milliarden leben auf dieser Erde? 6 Milliarden jetzt. Wie viele undankbaren Menschen unter diesen 6 Milliarden? Vielleicht 90%. Sie leugnen sogar die Existenz Allahs. Und Allah versorgt sie trotzdem jede Sekunde. Hier, das ist das Versprechen von Iblis. Ich will über sie von vorne und von hinten kommen, von rechts und von links. Und du wirst die Mehrzahl von ihnen nicht dankbar finden. Wisst ihr, was vorne und hinten damit gemeint ist? Hinten, er verschönert dir oder er verschönert für dich das Leben. Er schmückt das Leben für dich sehr schön aus, dass du nachlässig wirst. Von vorne, er lässt dich den jüngsten Tag vergessen. Er lässt dich den Tod vergessen. Von rechts ist der gerade Weg. Und der Engel, der rechts auf der rechten Seite sitzt. Wenn du gute Taten verrichtest, der Engel auf der rechten Seite schreibt die auf. Und der Schaitan kommt von rechts. Er versucht, das abzublocken. Und von links. Was macht er von links? Er befiehlt dir Schlechtes, damit du das tust und schmückt dir das schön aus. Aber Alhamdulillah, er hat nicht gesagt von oben, weil von oben nur Allahs Barmherzigkeit zu uns kommt. Und er hat keine Macht. Von oben kommt die Richtleitung
Und er hat keine Macht, die abzublocken. Er kann nur von rechts, von links, von vorne und von hinten, wie uns mit Pfeilen werfen, aber nicht von oben, alhamdulillah. Das ist der Scheitan. Er schmückt uns unsere schlechten Taten schön aus, damit wir meinen, dass wir recht geleitet werden. Das ist der Feind Nummer eins. Aber, meine liebe Geschwister, wir haben noch einen schlimmeren, stärkeren Feind. Nafs, das eigene Ego, ist noch schlimmer als der Satan. Beweis? Im Ramadan fesselt Allah die große Satane im Himmel. Das heißt, wir leben ohne Einflüsterung des Satans. Und trotzdem machen die Muslimen Sünden in diesem Monat. Oder stimmt das nicht? Stimmt das oder stimmt das nicht? Das ist Fakt. Das ist eine Tatsache. In Nafs ist schlimmer als der Satan. Der Satan sagt dir einmal, trink Alkohol. Es bleibt dir überlassen, ob du Alkohol trinkst oder nicht. Du trinkst einmal Alkohol, dein Nafs, dein eigenes Ego, deine Begierde liebt das und macht weiter. Genauso wie mit den Zigaretten. Genauso wie mit den Frauen. Genauso wie mit der Kneipe. Genauso wie mit der Disco. Er flüstert, er lässt dich erstmal die erste Sünde begehen und du gewöhnst dich daran. Dein Nafs gewöhnt sich daran und macht weiter. Nafs ist schlimmer als der Satan. Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, immer wenn er auf dem Markt war und schöne Äpfel gesehen hat, was hat er gesagt? Ich kaufe euch nicht. Er wollte sein Nafs, sein eigenes Ego, sein eigenes Ich erziehen. Weil dein Nafs will morgen früh nicht aufstehen und beten. Dein Nafs will nicht in die Moschee kommen und beten. Dein Nafs will den Koran nicht lesen. Du musst dein Nafs erziehen. Jetzt, wo ist der Beweis im Koran, dass mein Nafs ein Feind ist? Und wo ist der Beweis im Koran, dass ein Nafs gefährlich ist? Jeder von uns kennt die Sura Ash-Shams, die Sonne. Das ist die Sura, die Sonne. Ich lese vor. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا أغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها زين جميس يبزيت الله شفوت الله شفوت bei der Sonne und bei ihrem Licht. Warum schwört Allah auf die Sonne? Wisst ihr, warum Allah auf die Sonne schwört und auf ihr Licht, auf ihre Beleuchtung oder Leuchtkraft schwört? Kein Mensch bis heute weiß, wie die Sonnenstrahlen zu uns kommen. Kein Mensch. Kein Wissenschaftler. Und alles, was wir lesen, ist nur Theorie, Theorie, nicht mehr als Theorie. Weil wir wissen, dass die Sonne 142 Millionen Kilometer von uns entfernt ist. Und normalerweise, wenn die Sonne scheint, soll das Eis auf einem Berg eher schmelzen auf das Eis
als das Eis auf diese Erde. Aber das Gegenteil passiert. Obwohl dieser Berg höher ist oder näher zu der Sonne liegt. Zweites Beispiel. Wir fliegen mit dem Flugzeug Richtung die Sonne. 13.000 Meter. Warum verbrennt das Flugzeug nicht? Ganz im Gegenteil, ist Eis. Wenn jemand mehr als 1 Million Kilometer in die Höhe fliegt, dann ist alles dunkel. Aber wie kommen die Strahlen zu uns? Kein Mensch weiß das. Kein Mensch und kein Wissenschaftler weiß, wie die Sonnenstrahlen zu uns transportiert werden. Kein Mensch weiß, wie die Sonne ausleuchtet. Das ist nur Vermutung. Und Allah schwört bei der Sonne und bei ihrem Licht. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Allah schwört auf 7 gewaltige Dinge und sagt: Erfolgreich ist derjenige, der seine Seele reinhält, sauber hält, reinhält vom Schirk, von Götzendienst, von Kufr, von allen weltlichen Dingen, die zum Verderben bringen. Erfolgreich ist derjenige, der seine Seele reinhält. Und verdorben ist derjenige, der seine Seele verderben oder vollkommen oder vorkommen lässt. Das bedeutet, die Seele oder Nafs ist bereit, Gottesfurcht zu akzeptieren und Sinnversündhaftigkeit zu akzeptieren. Und der Satan schlägt auf dein Nafs. Der Satan versucht dich zu beeinflussen, damit dein Nafs das liebt und du weitermachst. Ich gebe euch ein kleines Beispiel. Oder wir kommen sowieso dazu. Jetzt, dein Nafs muss gesäubert werden, muss rein werden. Womit? Mit den Reinigungsmitteln, die Allah uns gegeben hat. Allah hat uns Reinigungsmittel gegeben. Gebet, alles, was Allah uns als Pflicht auferlegt hat, reinigt die Seele.
Die Sünden verschmutzen die Seele. Jetzt, der dritte Feind ist die Gesellschaft. Das bedeutet, jeder von uns hat drei Feinde. Der Scheitan, das eigene Ego, Nafs, und dann jetzt die Gesellschaft. Wisst ihr, wie viele Psychologen in der Industrie arbeiten? Mehr als die Psychologen, die für die Kranken arbeiten. Welche Aufgabe haben sie? Dir im Fernseher zu zeigen, dass deine Schuhe alt geworden sind und nicht modern sind, damit du neue Schuhe kaufst. Dass dein Fernsehapparat altmodisch geworden ist und du musst ein Plasma-Fernseher kaufen. Dir zeigen, dass deine Klamotten nicht modern sind. Du musst neue Klamotten kaufen. Dass deine Einrichtung zu Hause nicht in Ordnung ist, du musst was Neues kaufen. Dein Auto ist alt geworden, du musst ein neues Auto kaufen, ein neues Modell kaufen. Es arbeiten nur Psychologen, damit diese Werbung zu dir kommt. Und jeden Tag siehst du 3000 verschiedene Werbungen. Und jede Werbung sagt dir, du musst wechseln, du musst kaufen, du musst einkaufen gehen. Und so weiter. Was macht der Schaitan? Auf deinen Nafs? Genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Die Gesellschaft ist genauso schlimm wie der Satan und wie dein eigenes Ego, dein Nafs. Sobald du anfängst, Bart zu tragen, oh, der ist Extremist geworden. Wenn du in der Moschee einen Vortrag hältst, ach, man weiß gar nicht, was sie planen, vielleicht ein Attentat. Wenn du zur Moschee gehst, zum Beten, guck mal, der gibt an. Wenn die Frau anfängt, Kopftuch zu tragen, sei nicht Extremisten. Ja? Und so weiter. Die Gesellschaft ist genauso schlimm wie der Satan und wie das eigene Ego. Jetzt kehre ich zurück zu unserer Schwester. Sie hat, Alhamdulillah, mit Allahs Erlaubnis angefangen, den Islam zu praktizieren. Aber es fehlt ihr vieles. Es fehlt ihr an Wissen. Wenn du nicht mal weißt, wer Allah ist, du kannst Allah nicht fürchten. Ich stell dir vor, du kommst in einem Zimmer rein und ich sage dir, irgendwo versteckt sich in diesem Zimmer eine Schlange. Pass auf. Und ich gehe raus. Glaubst du, du wirst in diesem Zimmer schlafen können, ohne diese Schlange zu suchen und zu töten? Das wirst du nicht machen. Du wirst nicht mal schlafen können. Aber wenn ich dir das nicht sage, ich weiß, dass eine Schlange drin ist, aber ich sage es dir nicht. Du wirst mit Sicherheit schlafen können. Genau so ist es. Wenn du weißt, mit wem du zu tun hast, wenn du Allah kennst, du kannst nur Allah fürchten. Wenn du Allah kennst, Allah sagt im Koran, dass Allah weiß, was wir in unseren Brust haben. Und Allah sagt, dass er mit uns ist und hört und sieht, was wir tun. Kannst du das verinnerlichen? Dafür musst du richtig viel Wissen über Allah besitzen, um das zu verinnerlichen. Wir beten alle. Ist uns bewusst, dass Allah uns in die Augen schaut? Das ist was anderes. Diese Schwester, Alhamdulillah, Allah hat sie richtig geleitet, sie hat angefangen zu beten und
Natürlich, gestern, als sie Alkohol getrunken hat und einen Freund gehabt hat in dieser unislamischen Familie, war sie Dienerin des Teufels. Und als sie jetzt angefangen hat, den Islam zu praktizieren, dann ist der Teufel ihr Feind geworden. Und natürlich versucht er mit allen Mitteln, sie zurückzuholen. Dein Nafs ist wie ein Luftballon. Je mehr du Gottesfurcht hast, fliegt dein Nafs nach oben. Je mehr Sünden du hast und weniger Gottesfurcht, klebst du an die Erde. Und du siehst, Menschen, die Geld haben, die klimmen an diese Erde. Dann kommen wir zu der Gesellschaft. Auch die Versuchung hier in diesem Land ist viel, viel größer und stärker und intensiver als in den sogenannten islamischen Ländern. Also diese Schwester, inshallah, sie soll standhaft bleiben. Sie muss wissen, dass der Shaitan sie zurückbringen will. Zu Alkohol, zu Sinner, Unzucht und so weiter. Er will sie in die Hölle mitnehmen. Das hat er versprochen. Ihr Nafs muss Abstand nehmen von den Dingen, die sie vorher gemacht hat. Und der Prophet Muhammad hat gesagt, drei Dinge, wenn die nicht in deinem Herzen sind, du wirst den Iman in deinem Herzen niemals genießen. Nummer eins, dass Allah und sein Gesandter an der ersten Stelle in deinem Herzen sind. Nummer zwei, wenn du jemanden liebst, dann liebst du ihn nur für Allah. Du willst von ihm gar nichts haben. Du liebst ihn nur für Allah. Nummer drei, dass du verabscheust, zurückzukehren zu deiner Vergangenheit, wo du Sünden gemacht hast, zu deiner Jahiliya-Zeit, so verabscheust, als ob du vor Feuer stehst und du verabscheust es, ins Feuer geworfen zu werden. Also wir leben in einer Gesellschaft, die knallhart ist. Du wirst jede Sekunde bombardiert mit Werbung, Satan-Werbung, Fernseher, Musik, nackte Frauen, nackte Werbungen, überall. Versuchung und ohne Ende. Und du musst standhaft sein. Deshalb sagte der Prophet Muhammad, der Muslim, der diese Religion am Ende der Zeit praktiziert, ist wie einer, der heiße Kohle in der Hand hält und fest drückt. Ist nicht einfach. Wallahi, meine liebe Geschwister, ist nicht einfach. Ist nicht einfach, den Islam zu praktizieren. Besonders hier in diesem Land. Aber Alhamdulillah, wenn wir Da'wah machen, dann inshallah, Allah wird uns die Unterstützung geben, dass wir diese Religion inshallah selber praktizieren und nach vorne bringen. Subhanakallah wa hamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.